denke, das ist das Beste. Eine Kohle 1 machen wir schon, haben wir 320.000 Ertrag. Also das ist ziemlich nice, deswegen habe ich das aber auch wirklich auf leicht eingestellt, weil ich den Vergleich wollte zu dem Spiel davor auf der Karte. Aber was wir schon mal machen könnten rein theoretisch, solange ich jetzt hier die Güter nicht anbinden kann, wir können natürlich jetzt hier schon mal starten, aber das wäre jetzt zu sehr das Gleiche. Deswegen würde ich jetzt erstmal wahrscheinlich Passagierbusse mich drum kümmern. Müssen wir einfach mal gucken, wie schnell die sind. Ich guck mal eben schnell. Moment. So, lass mal Zeug kaufen. 80 km/h. Das ist okay. Also wir können es ja mal testen, ob das funktioniert. Wie gesagt, wir machen dann auch noch Züge, aber ich würde Züge dann lieber wirklich einen großen, schnellen Zug machen, der irgendwie wirklich von hier... müssen wir mal gucken, bis hier hinfährt oder so. Also wirklich die komplette Karte drüber. So gut, dann probieren wir das einfach mal hier mit Passagierbussen. Wir machen erstmal die Stadt ganz schnell. Müssen wir so oder so machen. Ich setze einfach mal hier. Dann hier irgendwie. Wunderbar. Dann hier. Machen wir hier noch eine hin. Die wird ja auch ganz schnell größer. Da werde ich hier auch noch was hinsetzen. Genauso wie hier. Und dann noch hier. Hier wäre auch noch eine Option. Wir können den hier zurückfahren lassen. Ich setze mal hier noch was hin. So, hätten wir. So gut, dann können wir jetzt hier Busbahnhof bauen. Großen. Oh, da passt er sogar hin. Bam. Hätten wir sogar ein bisschen weiter weg machen können, aber egal. Dann setze ich mal hier schon einen hin. So hier. Quatsch. So gut, dann verbinden wir es erstmal mit Grauschütz. Würde ich sagen, weil da haben wir jetzt schon eine schöne Straße hingesetzt. Also auch wieder Haltestellen. Die hier. So. So. Dann hier einmal bitte irgendwo. Wunderbar. Dann wenden. Ich mache mir hier noch eine hin. Hier würde ich keine haben, oder? Ja, irgendwo hier wäre schon ganz cool. Ja, dann fahr halt mal hier hin. Das ist okay. Und dann, wenn wir zurückfahren, ich weiß nicht, lohnt sich hier eine zu setzen? Dann lieber hier vielleicht, ne? Mach ich mal hier noch eine hin, in der Hoffnung, dass es hier noch größer wird über die Zeit. So. Das passt, das passt, das passt. So gut, dann schnell die Linien machen. Das war Grauschütz gewesen, ne? Dann nehmen wir es mal. Ich ziehe das jetzt durch hier mit Bezeichnung Grauschütz. Regionalbus. So, immer erste Haltestelle, dann geht's hier lang, hier lang, hier lang, dann hier, hier und hier. Ja, es ist jetzt nicht das Effektivste, aber es ist okay, es ist weitestgehend an sich alles abgedeckt, so. So, als nächstes machen wir Kreschendorf regional. Aber wir sind schon wieder im Plus, Leute, ne? 3,3 Millionen haben wir jetzt. Kreschendorf Regionalbus. Ist das jetzt richtig geschrieben? Ich weiß es nicht. Wird schon passen. So gut, Bam. Ja, das ist der Busbahnhof. Dann hier lang. Hier lang. Hier. Hier. So. Und das auch noch. So, haut hin. Und noch eine Linie von Kreschendorf nach Grauschütz. Also, Kreschendorf. Dorf. Einfach so hier. Es geht nicht weiter. Na, passt schon. Kann man so lassen. Das kann man leider nicht länger machen. So, Haltestellen hinzufügen. Bam. Bam. So, das ist korrekt, oder? Nee, ist es nicht. Gut, dass ich mal nachgeguckt habe. Hiermit bitte. So, jetzt haut's hin. Jetzt haut's hin, jetzt haut's hin. So gut, das muss ich natürlich noch Fahrzeuge kaufen. Die hole ich jetzt einfach auch hier gleich bei dem Depot. Also, was haben wir denn hier? Also ich würde schon den schnell nehmen, auch für die Stadt drin, ne? Weil das lohnt sich wahrscheinlich nicht so sehr, weil die Städte... Aber ist egal, guck mal, der kostet 36.000 Betrieb und der 30, also kann ich auch den holen. Also, holen wir erstmal 3 Stück. Für Grauschütz regional. Dann nochmal 3 Stück. Für Kreschendorf regional. Und machen wir mal 5 Stück. Ich probiere es einfach. Für Kreschendorf Grauschütz. So.
Na, mal gucken, ob das jetzt läuft. Das wird natürlich jetzt hier eine Weile dauern. Währenddessen können wir ja mal schauen, wie es jetzt mit unseren Gütern aussieht. Ja. 55 sind wir jetzt, Obergrenze 100. Mal gucken, wie weit wir das noch treiben können, da bin ich wirklich gespannt. Und die kommen noch hinterher, oder? Nee, nicht. Es wird auch schon knapper. Es wird schon knapper. Also muss man aufpassen, dass wir das nicht verpassen, den Moment, wo wir dann neue Fahrzeuge holen müssen. Hier stehen sie auch noch. Hier stehen sie auch noch. Ich überlege trotzdem, ob ich jetzt schon die Linie hier anbinde. Ich glaube, schaden kann es nicht. Das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell. Muss ich eigentlich nur Straßenfahrzeuge kaufen? 1, 2, Linie zuweisen. GG3. So. Und stopp. Und vorladen bitte. Wird natürlich jetzt ein bisschen dauern, bis die dann was bekommen, aber es ist schon mal, so teuer sind die Fahrzeuge jetzt ja nicht. Es ist schon mal losgetreten, zumindest. Also bam. Vorladen einer Fracht. Hau das hin. Nee. Moment mal, ich setze das nochmal neu. Hier geht's los. Und hier wird es hingeliefert. So, kriege ich noch Transfervorladen an der Fahrt. Genau, jetzt haut's hin. So gut hätten wir. Machen wir weiter, bitte. Mal gucken, wie weit wir das noch kriegen. So. Das ist natürlich jetzt auch cool hier mit den Buslinien, ne? Also wenn dann, selbst wenn hier viel Autoverkehr ist, ist uns das egal, weil die Linien, die sind reserviert für unsere Fahrzeuge. So, hier ist leider noch nichts los. Aber das muss jetzt erstmal ins Laufen kommen. Das wird schon über die Zeit. Die Frage ist halt, wie viel wir damit plus machen. Aber das werden wir dann sehen. So, und hier gehen, was mich... Ach, die wurden gerade abgeliefert, ne? Okay, die kommen von uns. Alles klar, dann ist alles in Ordnung. Die kommen von uns. Hier ist gerade nichts warten. Aber wir sind bei 62 mittlerweile. Das geht echt jetzt ziemlich schnell nach oben hier. Das gefällt mir nicht. Weil hier werden Waren hintransportiert und mit denen haben wir nichts zu tun. Nichts wartend. Güter 6. Das kann eigentlich nur daran liegen, dass die Frequenz zu niedrig ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, dann hole ich mal noch eins. Das BG1 ist das, glaube ich. Linie zuweisen. Ne, GG1. So. Früher oder später brauchen wir das sowieso. Naja, die bringt das automatisch hin, weil ich habe das so verstanden, weil eben die Frequenz so niedrig ist. Die ist bei 10 Minuten. Das macht aber keinen Sinn. Das verstehe ich nicht durch, dass das jetzt bei 10 Minuten ist. Mal gucken, gehen jetzt wieder. Okay, jetzt gehen sie wieder rein. Hier gehen sie auch rein und hier gehen sie auch schon rein. Wunderbar. So. Schön, 430.000 mit Erz 1. GG2, 550.000 gerade. Kohle 1, 700.000. Ey, was würden das dann bitte, wenn wir das Ding irgendwie auf 150 haben oder so? Ich weiß es nicht. Wenn wir es denn so hoch bekommen. Das bringt auf jeden Fall gut Geld. Wie gesagt, man kann so einzeln machen, aber ich finde das eigentlich ganz... Das geht immer noch rüber. Wir müssen das beobachten, nicht, dass die das immer noch weiter hier alleine rüberbringen, weil dann muss ich noch ein Fahrzeug mehr kaufen gleich. Okay, das scheint jetzt wieder hinzuhauen. Also die Güter gehen jetzt wieder hier rein. Das sieht gut aus eigentlich. Ja, dann gehen wir direkt in den Laster hier. Da muss man wirklich aufpassen, nicht, dass die das wieder alleine da machen. So gut, dann würde ich mal ganz schnell eine Busanbindung hier noch schnell für Arzbach einrichten. In der Hoffnung, dass es läuft. Aber guck mal, jetzt stehen ja schon welche. Und es wurden auch schon welche hingebracht, so wie es aussieht, oder? Ah ne, 12 sind jetzt hier. Die kamen jetzt regional von der Linie. 15. Das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Wie gesagt, das dauert ja immer ein ganzes Stück, bis sich das entwickelt. Stehen jetzt auch ein paar. Muss man mal beobachten. Jedenfalls muss ich halt hier ein paar Busse wegnehmen. Aber die kosten jetzt ja nicht so viel. Ach du Scheiße, jetzt sind 12 Stück drin, ne? Aber die kriegt er mit jetzt noch, ne? Na, dann muss ich wahrscheinlich bald neue holen noch dazu. Sobald die nicht mehr mitkommen. 73, ja, das geht wirklich richtig schnell nach oben. Die so, wie immer mehr Symbole hier kommen, finde das großartig. So gut, ich mache jetzt aber ganz schnell hier. Bushaltestelle. Busfahrweg. Wieder neuer Zug. Oh, Lok. Sehr, sehr cool. Also, das Ding werden wir hier hinbauen. Machen wir einfach mal hier eine Haltestelle hin. Wenn es gehen würde. So. Dann hier. Dann hier. Machen wir hier mal noch eine hin. Vielleicht wird das hier noch größer.
Ideal wäre es eigentlich, hier noch irgendwo einen hinzusetzen. Weil da sind die auch gleich mit dabei, denke ich. Ach nee, ich mach's mal hier. So. Dann fahren wir mal noch hier hin. Dann so. Die können ja auch hier einsteigen. Beziehungsweise können die jetzt hier einsteigen, die Linie. Oh, Haltestelle. Oh, so hier. So, jetzt dumm. Busbahn hoch. Also ich setze mal hier hin, dann fahren die hier auch noch eher mit dem Bus hier rüber. Hoffe ich zumindest. Keine Ahnung, ob das so ist. So gut, neue Linie bitte. Dumm. Wie heißt denn das jetzt hier? Arzbach, okay. Ah, nicht wie Arzt, ne? Ohne T. Arzbach Regionalbus. Das sieht aber gut aus hier. Okay, mit der machen wir noch Minus. Regional machen wir aber Plus. Ah, gucken wir jetzt mal hier auch im Plus. Na, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, bam. 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 Und hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Geht auch wieder effektiv, aber ist okay. So, dann gleich neue Linie. Ich nenne das mal lieber gleich Kreschendorf. Arzbach. So. Gut, und also einfach nur von hier. Hier hin. Guck mal, das sind ja schon irgendwie 30 Leute. Das ist noch nicht so super effektiv. Dammit. Ja klar, die nehmen natürlich die Strecke. Die muss ich mal noch upgraden. Und ich werde hier... Moment. Das geht mir aber schon irgendwie hin. Und ich sehe gerade, da wird Erz hingebracht. Das ist nicht so cool. Ja, ich mache es mal bis hier. Das ist aber auch nicht so toll. Das sieht scheiße aus. Moment. Irgendwie kriege ich das jetzt schön hin. Das ist schön, aber es geht nicht. Ach komm schon, ich werde so irgendwie die Brücke hingebaut bekommen. Okay, so würde gehen. Machen wir es mal so. Bam. Die Straße ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie die verläuft. Erstmal bis hier hin. Und so bin ich das einfach. Der Rest wird geupgradet. So. Ab geht's. Das geht nicht. Das können wir dann gleich nachträglich machen. Ah, das Erz kommt von hier, so wie es aussieht. Hm? Dann machen wir einfach mal so. Weil es soll wirklich alles von uns kommen hier. Ich kann es immer noch nicht upgraden. Also ich hätte schon gerne durchgehend hier eine Landstraße, eine große. So. Plus. Geht auch nicht wegen der Kreuzung. Ziehen wir es hier einfach durch. Damit er wirklich Vollspeed hier fahren kann. Plus dann später, wenn da noch mehr Autos dazukommen, also zivile Autos. Dass sie uns dann nicht im Weg blockieren. So. Und hier muss ich auch nochmal machen. Achtung. So hier. Ja, ist ein bisschen kurvig, aber was soll's. Auf jeden Fall effektiver und besser als davor. So gut, und jetzt muss ich noch Fahrzeuge holen. Oh, guck mal, 7 Millionen haben wir mittlerweile schon. Alter, zieht euch mal die Zahlen hier rein. Kreschendorf, Grauschütz. 660.000 sind wir schon. Das ist wirklich heftig. Das Krasse ist halt auch bei den Bussen, dass die keine hohen Betriebskosten haben. Die sind halt super niedrig, ne? Aber nur Busse welche jetzt natürlich auch nicht bauen, weil das wäre ja langweilig. So, Linie zuweisen, machen wir erstmal Arzbach Regional. Dann kaufe ich nochmal. Ja, den wollte ich nicht haben. Kaufen wir wieder. 1, 2, 3, 4. Machen wir erstmal 5 Stück. Für Kreschendorf Arzbach. So, das müsste passen eigentlich jetzt. Ich hoffe es zumindest. Muss natürlich jetzt auch erstmal ins Laufen kommen, aber ja, guckt mal, was hier schon los ist am Verkehr. Das ist der absolute Wahnsinn. So, hier stehen sie noch und hier könnte ich wahrscheinlich einen hinzufügen, so wie ich das sehe. Und das ist der hier. Ja, aber ich glaube, schaden könnte es eigentlich nicht. Und guckt mal, wie viel Kohle haben wir hier. Ja, wisst ihr was? 8 wartend. Und der fährt gerade los. Okay, ich werde mal für Erz und Kohle 9 holen. Ich glaube, die hatten ungefähr die gleiche Frequenz. Jetzt war 90 Sekunden. Jetzt guck mal, vorhin waren es 10 Minuten gewesen. Hm.
Kohle. So ungefähr ähnlich. Ich hole mal für beide noch ein Auto dazu. Mal gucken, ob wir irgendwann noch was Besseres bekommen als den hier. So, Erz. Und jetzt Kohle. Hätten wir. So, und dann wollte ich noch hierfür einen neuen holen. Also, bam. GG3. Hätten wir auch. So, der Rest sieht eigentlich noch ganz gut aus. Also, solange ich da Autos stehen sehe, sehe ich da eigentlich keinen Lud an, Mann, da irgendwie neue zu kaufen. Aber ich muss ja wahrscheinlich dann auch schnell reagieren. Was sind wir denn jetzt? 94, Alter. Sind jetzt bei 94, wie heftig ist das bitte? Und man sieht das auch am Geld, wie das jetzt vorangeht. Und schlussendlich haben wir schon 3 Städte ordentlich miteinander verbunden. Wir haben nur noch 4 Stück. Aber ich will ja dann so irgendwann auch mal ein bisschen mit dem Zug arbeiten. 1960 haben wir. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, Wikipedia. Oh, neues Fahrzeug, Einheitswagen 2. Der erste TGV war die Strecke Paris-Lyon gewesen. Und fuhr das erste Mal 1981. Also 81, wenn es passt, müssen wir 81 den TGW bekommen, rein theoretisch. Und der fährt schnell. Der fährt richtig schnell und da müssen wir mal gucken. Also den würde ich auf jeden Fall dann benutzen. So, nee, das sieht aber erstmal noch ganz gut aus. Kann mich ja nicht beschweren. Die Frage ist, wie machen wir jetzt hier weiter? Rein theoretisch, ich überlege halt, ob ich jetzt hier auch die Güter gleich mal noch anbinde. Dann hätten wir das und würden halt dann gleich noch mehr Knete machen. Das ist wirklich heftig vom Geld her. 700.000 mittlerweile. Kreschendorf, Grauschütz. Arzbach muss ich erstmal noch ein bisschen entwickeln. Aber es wird schon über die Zeit. Gar nicht so schlecht, hier mit Bussen zu arbeiten. Dum, dum, dum. Ja, ich würde Trapitz mal noch anbinden hier, an die Güter. Oder? Also wir haben hier das Holz und das würde sich auch leicht verbinden lassen hiermit. Das wäre ziemlich easy. Das könnte man mit Trapitz eigentlich gut verbinden, genauso wie mit Hetten-Leidelheim und mit Kabelhorst. So, und dann könnte ich das jetzt hier noch mit Horkenzell verbinden. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal an dieser Stelle. Die Frage ist, will ich jetzt hier eine direkte Straße hinbauen? Wir machen so viel Geld jetzt. Oder will ich die hier einfach irgendwie upgraden? Und ein bisschen optimieren. Das könnte man auch machen. Moment, ich guck mal eben, wie die Landnutzung ist. Hier ist Industrie. Ja, da würde ich die Straße hier nehmen. Und jetzt einfach noch hier durchziehen. Ich glaube, das ist die einfachste Variante. Wird ein bisschen teurer. Das geht mal schon hin. Kollision? Also, okay, alles klar. Nee. So. Wie nicht genügend Platz. Jetzt müsste es aber gehen. Jetzt geht's wunderbar. Also, einfach nur durchziehen schnell. Ich mache mal wieder ein bisschen kleinere Etappen. Das Ideal wäre es natürlich, wenn man es jetzt irgendwie die Höhenlinie ein bisschen ranmacht, aber ich finde das ja gerade cool, wenn die Straßen mal ein bisschen abgefahrener sind. Vielleicht auch mal eine Brücke entsteht. Tunnel. Ja, die ist doch ganz cool. Tunnel und Brücke. Ich nehme, ich finde die irgendwie schöner. So. Hätten wir. Wir können alles upgraden. Dumm, dumm, dumm. Muss ja nicht immer alles gerade und direkt sein, aber es ist schon auf jeden Fall optimaler. Bam, bam. Bam, bam. So, hätten wir. Und jetzt noch schnell Cargo-Haltestelle. Setzen wir einfach hier hin. So gut, dann muss ich hier auch wieder eine bauen. Dum-dum-dum. Machen wir das am blödesten. Idealerweise wäre ich hier. Die Frage ist, ob die soweit die Güter bringen. Das weiß ich, das müssen wir auch ausprobieren. So. Also auf jeden Fall würde ich jetzt komplett anders, ne? Auch wie ich hier starte und so. Das liegt natürlich auch daran, dass wir 1950 hatten. Aber allgemein wollte ich das auch mal ausprobieren, wie das so ein... Wenn man das mit den Gütern versucht, alles... Ne, ihr seht das ja, was ich mache. Und irgendwie funktioniert's und dann funktioniert das ja auch und das freut mich gerade. Ich finde es schön, wenn das alles von einem so ein Ding kommt. Und es wird immer größer und größer. 99 sind wir jetzt. Obergrenze 200. Das ist cool. Ist das weniger? Oh, das wird weniger. Wieso wird das weniger? Also im Erz kann es nicht liegen.
Da steht noch eine. Kohle 9 wartend. Muss ja irgendwo kommen, die ja wahrscheinlich nicht hinterher an. Das kann ich mir zumindest gerade nicht erklären. 98, nee, das kriegt man schon irgendwie hin. Moment, ganz ruhig. 4 Minuten. Ich werde mal für jede Linie erstmal, für die GG-Linie nur ein Fahrzeug holen. Also, GG1. So. Kaufen. GG2. Noch ein kaufen. GG3. So, jetzt haben wir es auf 3 Minuten die Frequenz. Weiß ich nicht, ob das so hinhaut. Muss mal gucken, ob es wieder nach oben geht. 96. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Ich hole mal noch, für Erz und Kohle jeweils eins. Patsch. Ich hoffe, wir kriegen Oma nochmal ein besseres. Erz. So, und einmal Kohle. Jetzt müsste es aber eigentlich wieder nach oben gehen. Ist immer noch 95, jetzt nach unten gegangen. Aber guckt mal, Leute, weil die Städte, die drei, die sind wir bei 39. Ach, oh, das ist weniger geworden. Interessant. Ah, okay. Das liegt gar nicht an der Frequenz, es liegt so, sondern daran, dass die Städte nicht mehr brauchen. Okay, dann müssen wir die Linie jetzt mal aktivieren. Dann haben wir das Problem gelöst, so wie es aussieht. Neue Linie. Bam. Bam. So, und hier bitte vollladen. Das ist B, nee, GG4. Was sage ich nicht mal B, GG4. Halt, ich will es ordentlich haben. So, hätten wir. So, dann noch Fahrzeuge kaufen. Und 6,9. Es geht wieder nach oben, das ist schon mal gut. Und gleich muss es konsequent wieder nach oben gehen. Nochmal 3 Stück. GG4. 100 Sekunden. Ist ein bisschen hoch die Frequenz, aber egal. Was soll's. So, jetzt müssten hoffentlich die Güter auch hier hingehen. Ich hoffe es zumindest.